Personalbestand des Fernsehens der deutschen und rätoromanischen Schweiz im Jahre 1973: 654 Festangestellte und rund 130 freie Mitarbeiter. Die vier Aufnahmestudios in Seebach, 1620 Quadratmeter Fläche, 19 elektronische Farbkameras, 3 Sendekomplexe, 96 Mikrofone, ein Untertitelgerät, 14 magnetische Bildaufzeichnungsgeräte. 169 Frauen, 485 Männer, Durchschnittsalter 36 Jahre, verheiratet 350, Mütter und Väter von 371 Kindern. Das Filmlabor in Seebach. 2 Tageslichtmaschinen für Farbumkehrfilme, je 1200 Meter Stundenleistung. Das sind 1 Stunde und 40 Minuten Farbfilm. Temperaturgenauigkeit der Bäder plus minus 1/5 Grad. 850 Mitarbeiter, Frauen und Männer, Gläubige und Konfessionslose, politisch Engagierte und politisch Desinteressierte, Kleine und Große, Fleißige und Faule, Ausländer und Schweizer, übernehmen heute offiziell die Bauten und Einrichtungen in Zürich-Seebach. Herr Dr. Frey, der Film heißt «Die Fernsehfabrik». Halten Sie den Titel für zutreffend? Ja, ich glaube, er ist vielleicht auch nicht zum vollen Nennwert zu nehmen. Aber abgesehen von dem, ich habe ihn selber auch schon gebraucht, den Ausdruck. Und ich bin der Meinung, wenn man so durch unsere Gang durch unsere Produktionsräume, Werkstätten geht, dann hat man schon den Eindruck, es sei eine Fabrik, wenn man auch daran denkt, dass wir einfach 365 Tage im Jahr unentwegt produzieren müssen. Im Übrigen finde ich das gar nicht negativ, so ein Ausdruck. Denn letztlich kommt es auf den Geist drauf an, der in dieser Fabrik herrscht, und vor allem auf das Produkt, das sie rauslässt. Das Klima ein bisschen. Produktion im Studio 2. Das Fernsehspiel Pilatus vor dem schweigenden Christus entsteht. Der Stoff des Autors trifft auf die Technik. Geben Sie uns noch mal ein Bild da runter, jetzt groß. Nein, bitte von der anderen Kamera, ihr habt noch keins. Aha. Abschnittweise wird das Stück über 5 Tage hinweg aufgezeichnet. Als Ganzes wird es erst auf dem Magnetband am Schluss zu sehen sein. Fabrikmäßige Arbeitsteilung, Spezialisierung. Die Spezialisten versuchen die Wünsche des Mächtigsten im Team, des Regisseurs, umzusetzen. Einige werden das Produkt bei der Ausstrahlung sehen. Einige gar nicht. Jesus, tust du mal bitte mit der Kamera drüllen, Jesus. Die, was Rotlicht hat, dort die Einser. Ja. Jetzt momentan noch ein bisschen auftun. Fernsehspiele gehören zu den teuersten Produktionen einer Fernsehanstalt. Dennoch, berühmte Fernsehinszenierungen gibt es kaum. Im Gegensatz zum Spielfilm oder zum Theater kann man hier offensichtlich keine Geschichte machen. Oder noch nicht? Immer mehr Regisseure und Schauspieler verlassen die Bretter der Bühne und steigen hinab ins einst so gelästerte Fernsehen, trotz fehlender Atmosphäre und diktatorischer Technik. Wo liegt für Sie der wesentliche Unterschied zwischen Bühnenregie und Fernsehregie? Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist Technik. Und zwar ist das so wesentlich, dass ich direkt von einem Zwang der Technik rede. Sie fühlen sich von der Technik eingeschränkt. Haben Sie auf der Bühne mehr Freiheit? Ich würde nicht sagen, nein, aber es ist eine ganz andere Art von Zwang. Und zwar ein Zwang, der unausweichlich ist. Auf der Bühne kann man immer mehr Möglichkeiten finden innerhalb von einer Stilsituation. Hingegen Technik hat fast eine monumentale Kraft auf einem, die ich nicht als Einschränkung bezeichnen, sondern eher als Möglichkeit von einem positiven Zwang. Auch das haben wir hier eingeführt, das römische Recht. Aber das versteht ihr nicht. Ein Recht, das mehr Formen gibt als auf den Inhalt. Ich habe hauptsächlich am Theater geschafft und ich merke auch, ich habe einiges von dem übertragen. Aber ich finde es heute enorm wichtig, mit dem Fernsehen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, für jeden wichtig, der mit seiner Arbeit etwas mehr will, als nur ästhetische Situationen zu bewältigen. Das sollte ich gehen, ja. Und am 5. nicht vergessen, haben wir die Visionierung von dem Tester. Aber wie ist es? Also wir haben ein Ausland, wir haben drei eigentlich Inländer, aber einer davon ist wirtschaftlich Feature, oder? Das ist doch ein schöner Feature. Liegt er bei dieser Länge? Ja, 5 bis 6 Minuten. Nein, er ist 8,5 Minuten. Oh, Mann. Oh, wei, oh, wei. Rundschau.
ein wöchentlich erscheinendes Magazin für Politik und Wirtschaft mit wöchentlich wiederkehrenden Problemen. Probleme, die allen Magazinen, seien sie politisch, kulturell oder unterhaltend ausgerichtet, eigen sind. Die zeitliche Beschränkung. Dazu setzt die Filmproduktion strenge Bedingungen, sodass der Inhalt, die eigentliche Aussage, in den Stresssituationen vergessen zu werden droht. Machen wir da. Ja, abgemacht ist eigentlich immer gewesen, 5 bis 6 Minuten. Ich habe das also jetzt auch zum ersten Mal gehört, dass es also 8,5 Minuten geworden ist. Einschränkungen, wo man hinsieht beim Fernsehen. Einschränkungen, aber auch Möglichkeiten. Doch von den Möglichkeiten spricht man wenig, ganz allgemein, nicht etwa nur in der Rundschau. Bleiben also auch wir bei den Schwierigkeiten und fragen Heiner Gautschi nach einer der hauptsächlichsten. Es gibt einfach gewisse Themen, wo sich am Fernsehen mindestens in einer Normalsendung, die fürs normale Publikum, also fürs breite Publikum, gedacht sind, nicht lohnlos behandeln. Also mich und uns hier in der Rundschau, das Schulbeispiel ist immer gesehen, der Finanzausgleich zwischen Kanton und Bund. Da hat man sich überlegt, kann man es am Portemonnaie vom Bürger aufhängen. Man hat sich überlegt, kann man es an der Kantonsregierung. Und es ist einfach nichts zu machen gewesen. Es ist so ein abstrakter, trockener Stoff, dass man gesagt hat, am Schluss, ich habe gesagt, das ist ein Thema, das einfach bei uns nicht geht. Das sich nicht behandeln lässt. Im Unterschied zu früher trinkt der Amerikaner vielleicht nicht mehr 2 Whisky an der Bar, sondern nur noch ein Bier. Filme sind die Hauptbestandteile von Magazinen, jedenfalls am Aufwand gemessen. Sie werden meist nicht von den Moderatoren gemacht, sondern von Journalisten, die das Filmhandwerk beherrschen. Aber mit ihrem Produkt muss der Moderator sich identifizieren können. Mit ein Grund, weshalb gerade heute die Form des Magazins wieder intensiv diskutiert wird, im In- und Ausland. Sehr schön. Ich finde einfach der Hotelier und all die Geschichten, die finde ich ein bisschen, könnte man das nicht ein bisschen komprimieren? Über 3 Minuten, 2,5 Minuten. Ganz, das ist wirklich ganz kurz. Das ist 2,5 Minuten nicht länger. Und es ist so essentiell, was der dir zeigt. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist echte Information. Ja. Danke. Moment, Schweizer Fernsehen. Gerne. Einen Moment, bitte. Zentrale. Schweizer Fernsehen, Studio Seebach. Zum ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte arbeiten die Zürcher Fernsehmitarbeiter unter einem einzigen Dach. Jahrzehntelang waren sie an einigen Dutzend verschiedenen Orten innerhalb und außerhalb der Stadt untergebracht. Die Reaktion der Mitarbeiter auf diesen neuen Zustand ist unterschiedlich. Das nahezu eigenständige Dasein in einer kleinen Gruppe scheint verloren gegangen. Allerdings zum ersten Mal sind jetzt funktionierende Freizeitorganisationen entstanden. Herrschaften, wieder morgen, schönen Tag. 65 verschiedene Funktionen weist eine Statistik des Personaldienstes für die 654 festangestellten Mitarbeiter aus. Das sind im Durchschnitt nur 10 Mitarbeiter, die die gleiche Tätigkeit in sich oft wieder eher sehr unterschiedlich ausüben. Da gibt es 60 Sekretärinnen und 6 Automechaniker, einen Direktor und 54 Redaktoren, 4 Dramaturgen, 38 Kameramänner, 3 Grafiker, 43 Tonoperateure und 5 Feinmechaniker. Sie alle sind direkt oder indirekt an dem beteiligt, was allabendlich beim Zuschauer zu Hause über den Bildschirm geht. Ein hocharbeitsteiliger Betrieb, ständig der Gefahr ausgesetzt, dass der Einzelne das Ziel, das Programm aus den Augen verliert, seine Arbeit als Selbstzweck betrachtet und die Auswirkungen seines Tuns auf das Endprodukt nicht abschätzen kann. Ein Informationsproblem sicher, jedoch nicht nur. Eines Tages wird man vor der Frage stehen, ob dieses Riesengebilde nicht in kleinere Produktionseinheiten aufgeteilt werden muss, um für den Mitarbeiter das Ganze durchsichtiger zu machen, ihn wieder näher an das Produkt zu führen. Der Trend allerdings läuft gegenteilig. Die Personalzuwachsrate weist in den letzten Jahren inflatorische Züge auf. Die unsichtbare Basis des Eisbergs verbreitert sich ständig. 7,3% Zuwachs im Jahre 68, 8,869, je 9,5% 71 und 72 und gar 10,1% Zuwachs im Jahre 1973. Die Kosten, die dabei entstehen, sind nur eine Seite. Die andere Seite ist die Funktionstüchtigkeit eines solchen Apparates hinsichtlich des Endprodukts, des Programms. 6, 5, 20, 20.
Ich möchte Sie recht herzlich willkommen heißen hier bei uns als neue Mitarbeiterin, neue Mitarbeiter vom Schweizer Fernsehen. Ich hoffe sehr, dass die Arbeit, die Sie bei uns antreten, Ihnen so gut gefällt, dass Sie es überhaupt nicht werden bereuen, dass Sie hierher gekommen sind. Oft etwas weniger herzlich werden auch Mitarbeiter verabschiedet. 10,3% der Belegschaft hat 1972 das Fernsehen in Zürich verlassen. Es wird also sehr festgebaut. Es muss ja im Fernsehspiel, wenn man eine Tür zutut, nicht irgendwie, dass man meint, das Haus geht auseinander. Der erste Eindruck, den Neueintretende erhalten, ist wohl sehr verwirrend. Sie hören Fachausdrücke auf dem halbtägigen Besichtigungsmarathon, stehen vor hochkomplizierten Apparaturen und verlieren vielleicht schon hier die ersten Illusionen. Aber haben Sie überhaupt Illusionen? Welche sind denn nun die Gründe, die Sie zum Entschluss führten, zum Fernsehen zu gehen? Wir kommen sehr verschiedene Gründe über. Es hängt ein bisschen von den Berufen ab, für die sich die Leute bei uns bewerben. Bei den Programmschaffenden ist es vor allem die Möglichkeit, dass sie sich persönlich oder mit selber gestalteten Beiträgen in einer grossen Zahl von Leuten mitteilen können. Elektroniker, Radioelektriker sehen bei uns eine Gelegenheit, um mit professionellen, mit seltenen, mit hochwertigen Aufnahme- und Sendeapparaturen zu arbeiten. Die Arbeit von Monteur, Chauffeur, von Operateur bringt es mit sich, dass sie recht viel reisen können. Dass sie dann ihre Freizeit haben, wenn in den Schwimmbädern und auf den Skipisten Platz vorhanden ist. Handwerker, Schreiner, Maler, Tapezierdekorateur finden hier moderne Werkstätten, wo sie ihre individuelle Berufsarbeit leisten können. Und hier und da sagt auch jemand, sie hätten einfach den Blaustrahl bei uns zu arbeiten. Jetzt wollen wir einmal das Mischpult anschauen. Erschrecken Sie nicht die vielen Knöpfe hier. Auch Sie, die hier Ihren ersten Arbeitstag verbringen, werden in Zukunft zu dem gehören, was man gemeinhin das Fernsehen nennt. Eine Einrichtung, die durch menschlichen Erfindergeist ins Leben gerufen wurde, ein Produkt technischer Entwicklung. So genial aber die technische Seite gelöst wurde, so weit hinkt das Verständnis der Gesellschaft, der Konsumenten und das Selbstverständnis der Macher, der Produzenten, hinterher. Herr Dr. Frey, das Fernsehen ist heute sehr umstritten. Einerseits wird es sehr verharmlost, andererseits wird es dämonisiert. Wo sehen Sie heute den Platz von diesem Massenmedium in der Schweiz? Ja, ich glaube, wir sind alle noch auf der Suche nach dem Platz. Sowohl die, die das Fernsehen machen, wie die, die es empfangen. Im Übrigen glaube ich, ist eine genaue Ortung gar nicht in unserem Interesse und im Interesse des Mediums. Wir sind nicht bei der Regierung und wir repräsentieren nicht die Opposition. Wir sind nicht bei den Jungen, nicht bei den Alten, nicht bei den Männern, bei den Frauen. Ich glaube, das Fernsehen ist mitten in der Gesellschaft. Und mich dünkt eigentlich wichtig, dass der Platz so beschaffen ist, dass es zusammen mit den anderen Kommunikationsmitteln das Beste kann leisten kann in Bezug auf die Entwicklung unserer Gesellschaft. Und wenn es nur ist, dass sie die Gesellschaft reflektiert, alle ihre Vorgänge transparent macht. In den Bergen schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Transparenz schaffen, meint der Direktor. Aber wird die Fernsehfabrik nicht gerade bei seinem bekanntesten Exponenten zur Traumfabrik? Bei der Sprecherin zum Beispiel. Vom Fernsehen propagiert, vom Publikum oft heftig diskutiert. Sprecherin, top. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Fortsetzung unseres Abendprogramms, liebe Zuschauer. Fernsehsprecher ist für viele junge Mädchen ein Traumjob. Ist es ein Traumjob? Nein, sicher nicht. Und warum nicht? Ansagen schreiben, in die Kabine sitzen, eine Ansage machen und warten auf die nächste. Das ist eigentlich alles. Und das, was sich die jungen Mädchen unter Traumjob vorstellen, das hat mit Unkenntnis zu tun. Sie stellen sich vor, dass sie so eine interessante Welt und man sieht das auch in Menge sind und das stimmt ja eigentlich nicht. Wir sitzen vor der Kamera oder sitzen hier in der Garderobe und es ist nichts traumhaft. Muss ein politischer Kommentator nicht verzweifeln, wenn er dann am meisten Reaktionen erhält, wenn er anstelle der gewohnten Fliege eine Krawatte trägt? Traumfabrik? Kommen Sie viele Zuschauer Post über? Ja, recht viel, ja. Was schreiben Ihnen die Leute so? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das meiste sind junge Leute, die ein Autogramm wollen. Oder das sind ältere Leute, die Kontakt suchen. Die
häufig Fernsehsprecher oder überhaupt irgendjemand via Bildschirm der einzige menschliche Kontakt ist. Und dann erzählen sie das Leben, erzählen ihre Sorgen. Eine positive Kritik an der Arbeit, das gibt es nicht, weil das interessiert Zuschauer gar nicht so sehr, was wir sagen. Es ist der Mensch, es ist eigentlich ja nicht unsere Aufgabe, eine grosse Information zu liefern, sondern einen Kontakt herzustellen zwischen dem Medium und den Zuschauern. Und so reagieren sie dann auch. Sie, also man gefällt ihnen oder man gefällt ihnen nicht. Also könnte man auch auf die Sprecherinnen verzichten? Man könnte, ganz sicher. Also Informationswert hat sie nicht. Ich glaube, es ist schon die einzige oder die wichtigste Aufgabe, einen gewissen menschlichen Kontakt herzustellen oder eine Verbindung zwischen einzelnen Programmen untertiteln. Das heutige Spätprogramm, liebe Zuschauer, bringt die zweite Sendung der Andy Williams Show. Nun schalten wir um zur Tagesschau. Montag, 8. 9. Juli. Das war der Spielfilm Geheimagenten. Und Sendung aus erster Hand. Zurück hinter die Kulissen. Sitzung der Programmabteilungsleiter. Bilanz der Sendungen der letzten 4 Wochen. Hier das dem Publikum kaum bekannte Führungsmanagement, die Leute, die die eigentliche Macht über das Programm in den Händen halten, die Letzten in der Hierarchie, die ganz direkt am Programm beteiligt sind. Zu Diskussionen Anlass geben alltägliche Probleme. Im Nebeneinander der verschiedenen Abteilungen im gleichen Programm wird um Anfangszeiten gekämpft. Es ist natürlich nicht mehr viel zu machen, ob der Tag schon vor oder nachher ist. Es ist eine der besten aus erster Hand. Es ist natürlich ein gottverdammter Jammer. Die ganze Vorbereitung und alles, was man macht, und einfach wegen dem Schema wird das Bessere am Zähne gesetzt und der Misch vorher, Entschuldigung. Ich finde vor allem von der Programmplanung, man sieht den Segen von der Foresight-Saga, wo nachher solche Beiträge haben können, in der Zeit kurz nach 9 Uhr kommen. Ich finde eine halbe 10 für aus erster Hand im Grunde genommen schon einen Spartermin. Ich meine, im Grunde genommen sollte nicht mehr als ein stündiger Beitrag vor dran sein. Mittwoch, 11. Juli. Rundschau und Frühbesprechung. In 4 Programmabteilungen ist das Fernsehen in Zürich aufgegliedert. Information, Theater und Unterhaltung, Kultur und Wissenschaft, Familie und Erziehung. Daneben aber gibt es eine 5. heimliche Abteilung, die einen ganz entscheidenden Einfluss auf das Programm ausübt, der Filmeinkauf. Sie zeichnet verantwortlich für die Spielfilme, die Fernsehserien und teilweise für die Dokumentarfilme im Rahmenprogramm vor 20 Uhr. Das ist halt das grosse Problem, wenn man so eine Erfolgsserie hat wie der Kommissar. Ich habe es erlebt, wie ihr mit den einfachsten Hilfsmitteln über alle Hindernisse ans Ziel gekommen sind. Wenn jeder von uns im Aktiv nichts anderes gelehrt hat als das. Vorführung eines Schweizer Spielfilms aus dem Jahre 1940 im fernseheigenen Kino. Hier wird entschieden, ob ein Film ins Programm kommt oder nicht. Bei Margritli allerdings fällt die Entscheidung leicht. Alte Schweizer Filme stehen in der Publikumsgunst ganz oben, vor allem bei den älteren Zuschauern. Ja, das wär's. Was meinen Sie denn? Ja, erstes Mal hat mich also Kopie hat mich überraschend gut. Ausgewählt werden kann aber nur unter den fürs Fernsehen freigegebenen Spielfilmen. Und bei den Fernsehserien sind ebenfalls Grenzen gesetzt. Das Schweizer Fernsehen kann nicht selber nachsynchronisieren, ist also darauf angewiesen, was die deutschen Stationen übersetzen lassen. Noch ein brauchbarer Film, wenn man denkt, gut, es ist vor 30 Jahren ist der Film entstanden, über 30 Jahre ist 1940. Ja, gemacht, das merkt man, oder? Ein bisschen, das ist ein bisschen arg. Komm, wir wiederholen es, ja. Komm, ich mach's kürzer, ja. Komm, machen Sie noch mal. Statt dass du da lange umschneidest. Ja, natürlich. Produktion Film heute im Studio 4. Was das Fernsehen völlig unbeabsichtigt konkurrenziert und nahe an den Ruin gebracht hat, wird hier propagiert. Der Spielfilm im Kino. Schlechtes Gewissen? Wohl kaum. Wer sollte es auch haben? Für die Existenz des Fernsehens ist niemand verantwortlich. Seine Wirkungen wurden nie geplant. Entschuldige. Naja.
Die Zukunft hat schon ein bisschen begonnen, meine Damen und Herren. Und ich meine damit natürlich die unmittelbare Zukunft der neuen. Dankeschön, aufzeichnen. Nein, Moment, wir brauchen 5 Minuten fürs Licht. 5 Minuten Lichtkorrektur. Herr Wullenberger, durch Ihr Erscheinen am Bildschirm vom Schweizer Fernsehen werden Sie automatisch mit dem Schweizer Fernsehen identifiziert. Ist Ihnen das angenehm? Nicht speziell unangenehm, aber die Identifikation geht eigentlich nie so weit, dass man zum Beispiel das Fernsehen für mich verantwortlich macht, was erst unangenehm wäre. Sie sind ja mal ein vehementer Kritiker vom Schweizer Fernsehen. Es sind jetzt etwa 10 Jahre her, ist in der Zürcher Woche mal ein Titel gewesen, «Macht endlich Schluss oder hört endlich auf» in diesem Stil. Was hat sich geändert in der Zwischenzeit für Sie? Für mich hat sich eigentlich grundsätzlich nicht wahnsinnig viel geändert, außer einer grundsätzlichen Einstellung. Und die heisst, soll man ein Medium wie das Fernsehen angreifen oder soll man an seinem bescheidenen Platz teilnehmen, sich schmeicheln, man könne etwas vielleicht besser machen als ein anderer. Glauben Sie, Herr Wullenberger, dass man somit als Journalist am Medium Fernsehen einfach nicht vorbei kann? Ich glaube keinesfalls. Und alles andere wäre also entweder stinkender Hochmut oder eine Fehleinschätzung. Wer an alle denkt, denkt an niemand. Danke, das ist in Ordnung. Keinen Hochmut kannten die Kirchen, als das Fernsehen eingeführt wurde. Sie suchten von allem Anfang an die Beteiligung und erhielten sie. Und dass dies keine Fehleinschätzung der Situation war, beweist das Gewohnheitsrecht auf Sendezeit, das bis heute den Verkündern zugestanden wird. Liebe Zuschauer, man redet heute viel von der Mitmenschlichkeit und meint damit, man muss auch an die anderen denken. An welche anderen? An alle, die in einer Not sind. Noch kann sich das Fernsehen auf die Gemeinschaft von Kirche und Staat in unserem Land berufen. Sollte aber eine Trennung einmal Wirklichkeit werden, müsste wohl auch das Wort zum Sonntag diskutiert werden. Andererseits drohen durch die Entwicklung der Kirche Geistliche auf den Bildschirm zu gelangen, die die Verkündigung nicht losgelöst vom politischen Tagesgeschehen zu verbreiten bereit sind. Heute ist auch ein Pfarrer immer mehr gezwungen, ganz direkt zu Tagesfragestellung zu nehmen. Würden Sie das auch am Fernsehen machen, wenn Sie als Christ das Gefühl haben, ich muss das? Also wenn ich das Gefühl hätte, dass da eine extreme Situation ist und dass man da etwas muss sagen, dann glaube ich, würde ich mich getrauen, auch am Fernsehen die Meinung zu vertreten, auch wenn es politisch Konsequenzen könnte haben. Da hätten Sie keine Angst davor? Jetzt im Moment kann ich schon sagen, ich hätte keine Angst, aber ich hoffe, ich hätte dann keine Angst. Könnten Sie sich den konkreten Fall in der heutigen Zeit vorstellen? Ich glaube, die politischen Probleme, die heute diskutiert werden, die könnte man ohne weiteres da diskutieren, könnte man ohne weiteres etwas dazu sagen am Fernsehen, ohne dass man Schwierigkeiten überkommt. Aber es könnte schon einmal noch schwieriger werden. Der Artikel 13. Im Absatz 4 von der Konzession heißt es, niemand besitzt einen Anspruch auf die Verbreitung bestimmter Werke und Ideen durch Radio oder Fernsehen. Kann diese Bestimmung überhaupt gewährleistet werden? Es sind doch alles Menschen, es sind Individuen, die in diesem Haus Programm machen. Ja, ich glaube halt nicht, dass die Bestimmung eigentlich primär für die gilt, die das Fernsehen machen, die ja nicht aus einem Anspruch heraus handeln, sondern aus einem Auftrag. Sondern ich glaube, dass die Bestimmung vor allem gemeint ist in Bezug auf externe Kreise, Organisationen, Vereinigungen, Macht, wenn man so will, aber auch Einzelpersonen. Und man will mit dem doch einfach verhindern, dass eines Tages ein Medium wie das Fernsehen von sonniger Macht usurpiert wird. Und zwar in einer Art und Weise, dass der Auftrag, nämlich zu informieren, zu bilden und zu unterhalten, nicht mehr wahrgenommen werden kann. Achtung, Mats, lauf bitte, Ruhe im Studio. Und ihr könnt loslassen. Ton ab, bitte.
wir können aufzeichnen. Haben wir im September schon wieder ein Problem? Nein, ja, September geht sowieso nicht mehr. Es muss Oktober sein. Oh, ja. Oder? Als ganze Mittag, da kann ich wirklich. Ja, ich kann es schnell angeben. Also. Um 20 Filmequipen und 19 Cutter raufen sich diejenigen Abteilungen und Ressorts, die Filme produzieren. Das heißt, alle. Und wer hat da mehr? Ja, wenn der reduziert Betrieb. Hier in der Disposition entscheidet sich vieles. Entscheidungen, die auf das Programm wesentlichen Einfluss haben. Das Wehklagen der Programmleute über Verwaltung und Produktion ist weltweit. Den durch die Mittel beschränkten Möglichkeiten, die sich belegen lassen, haben die Programmmacher meist nur recht unklare Vorstellungen entgegenzusetzen. Die Arithmetik der Produktion ist nicht zu widerlegen. Moment mal, das sechste muss ich haben. Sonntagnachmittag im Fernsehstudio Seebach. Innerhalb 5 Stunden wird die Sendung Sport am Wochenende fertiggestellt. Bischof, der vierte. Und wie lange wird das? 4 bis 5 Minuten. Bringt das so viel? Das ist so wenig Material. Ja, wir brauchen halt einfach alles. Ja. Und zwar fangen wir mit dem Porträt an, wenn die da drauf sind. Ich hoffe es. Wir müssen ja für die Bluebox zahlen. Ich sagte, wir eine lange Anfangseinstellung haben, wenn es auch nicht geht. Wenn Sie so in der Europacup-Wettbewerb ein Tribut-Olympics in Europa für Meister und Jung in der Europacup. Ja, das ist nicht schön. Da muss noch ein Zwischenschnitt dazwischen. Spielregeln sind ja so, dass sie aus keiner bestehen im Grunde genommen. Sonntagnachmittag im Fernsehstudio Seebach. In einer Stunde wird die Sendung Tatsachen und Meinungen aufgezeichnet. Sondern man kann direkt antworten, wenn man direkt antworten will. Mein Wunsch, aber das ist auch nur ein Wunsch, wäre keine zu langen Monologe. Ich hätte eine kurze Einleitung, wo ich ganz knapp das Problem umreiße. Wie lang ist die Einleitung? Die ist 3 Seiten, 3-4 Minuten. Ja. Und dann die Gesprächsteilnehmer vorstellen. Und dann würden wir in die Diskussion einsteigen. Ich würde überhaupt sagen, ich meine, das ist also nur ein grober Fahrplan. Das kann ja natürlich jeder nach links und rechts die Themen aufnehmen, die er gerne will. Ja, man sollte aber nicht aufpassen, dass man nicht allzu sehr ins Technische hineinkommt. Ja. Ich glaube, bei dieser Zusammensetzung besteht an sich die Gefahr. Ja. Und das ist für den Zuschauer nicht so wahnsinnig interessant. Aufgezeichnet wird um 16, gesendet um 18 Uhr. Die Meinungen, ob eine Diskussion als Konserve gesendet werden kann, sind geteilt. Entscheidend aber waren Produktionsschwierigkeiten. Ja, Herr Dr. Senn, geschminkt werden nur die, die nicht von Natur auf schön genug sind. Ja, dann müssen Sie aber nicht unterschminken. Nein. Das ist nicht so. Ich habe gemeint. Wir müssen einen totalen Anfang. Wem fangen wir an? Wir sollten jetzt gleich anfangen. Ja, ja. 2 Minuten. Ja. So, kann man gleich eine Sprechprobe machen, bitte? Es hat einen heiklen Punkt drin. Ich darf den Absatz 1 nicht verlassen. Wir können auf den Punkt einfach hinweisen, nämlich die Handels- und Gewerbefreiheit. Handels- und Gewerbefreiheit ist. Kann ich ja Totale haben auf der 1? Also Ihres Bedenken wäre, dass man unter die jetzige Masse könnte die Massnahmen als Dauermaßnahmen integrieren, die Achtung, eins. Qualität eins. Der Marktkonformität nicht verdienen und im Folge dessen etwas zweifelhafter Natur sind. Wie würden Sie das 3 machen? Stopp. Herr Huber, die Maskenbildnerin sollte sehr so Schminktücher auf den Tisch legen. Der Herr Senn, der schwitzt besonders stark. Achtung, 2 auf dem Linder. Ich möchte ihm einfach wünschen, dass der Bund nun da, wo ist die Senderegie? Einfach alle die Maßnahmen, die nimmt und die Instrument. Klappe an Senderegie. Wieso sind wir nur mit 50 Minuten im Programm? Das auch ja, weil die Geldpolitik
weil wir da diese Autowende gehabt haben. Viel mehr die Schweiz im Krieg wird zu lang und die Tagesschau ist erst 1755 statt 1750. Die Tagesschau ist wie lang? Die kommt erst 1755 zu Abend, geht bis 18 Uhr und drei Tage und Meinung fängt erst 18.05 an. Herr Bundesrat, Tatsachen und Meinungen ist die Sendung, die sich um den wohl ausgewogenen Proporz bemüht. Ist das für Sie eine Idealform? Ja, ich finde das eine gute Sendung vom Fernsehen. Weil man da mal Gelegenheit hat, ein Problem auch zu vertiefen. Und es sind ja meistens sehr schwierige Problemkreise, die behandelt werden. Sie haben heute über Konjunkturpolitik diskutiert. Glauben Sie, dass der Zuschauer nun mehr versteht über das schwierige Kapitel Konjunkturpolitik? Das müssen Sie nicht mich fragen, das müssen Sie den Zuschauer fragen. Aber ich war einmal ja Schulmeister in meiner Jugend Maienblüte. Und ich hatte den Eindruck, es sei gut verständlich dargeboten worden. Ich glaube schon, dass wer sich interessiert für das Problem und es hätten sich eigentlich alle dafür für die Teuerung interessieren, dass der schon Gewinn davon getragen hat. So, wir fangen an. Achtung. Tatsachen und Meinungen ist als Aufzeichnung über den Bildschirm gegangen. Jetzt um 19 Uhr sind die Sportfreunde an der Reihe. Live aus dem gleichen Studio, der Nummer 4. Grüß Gott, liebe Sportfreunde, nett, dass Sie schon da sind, denn wir sind ja rund 1 Minute und 15 Sekunden zu früh dran. Herzlich willkommen also zu Sport am Wochenende, immer noch ohne Fußball, zur Freude der einen, zum Verdruss der anderen. Nun jedenfalls erwacht. Sport am Wochenende zeigt deutlich, womit auch die anderen Magazine zu kämpfen haben: die Qual der Auswahl. Wenig nur lässt sich aus dem großen Angebot berücksichtigen. Umso strenger muss die journalistische Wertung ausfallen, umso klarer muss das Warum beantwortet werden können. Mit den Läufen in Roten Turm. Besonders zu erwähnen die Auseinandersetzung der Seitenwagengespanne um die Europameisterschaft. Und das Ganze in Farbe, für ganze 15% Farbfernsehbesitzer. Was noch vor einigen Jahren undenkbar schien, hat die Technik innerhalb kürzester Zeit zu schaffen gewusst. Ein einwandfreies Farbbild, das höchsten Ansprüchen zu genügen vermag. Teuer sieht das alles aus in den futuristischen Kommandoständen der Techniker. Teuer ist aber, das kann getrost behauptet werden, alles, was mit Fernsehen zusammenhängt. 41,5 Millionen Franken wurden in Zürich im letzten Jahr für den Fernsehbetrieb ausgegeben. Für ein Programm, das längst vergessen in den Archiven liegt. Herr Dr. Frey, das Fernsehen wird immer teurer, es wird immer aufwendiger. Kann es unter diesen Voraussetzungen das Wegwerfmedium bleiben, das wir heute machen? Ja, die Frage ist berechtigt, wenn man denkt, was an nur schon an geistiger Leistung in diesen Schachteln da rein investiert ist, muss man sich das fragen. Aber vor allem auch, wenn man an Kosten denkt und an die ganze Kostenentwicklung, dann glaube ich doch, wenn wir uns überlegen, was wir könnten da dagegen unternehmen. Und ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens einmal, dass man viel mehr in Zukunft bewusster wiederholt. Und zweitens, dass wir versuchen, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, was es erlaubt, vieles von dem Sendematerial, das da in diesen Schachteln drin ist, kreiszugänglich zu machen, außerhalb des Fernsehens. Sie haben die Unterlagen bekommen von der Rundschau-Sitzung vom 3. August 1973. Wir würden aber anfangen mit der nächsten Sendung. Tja, also es ist nach wie vor eine verkürzte Rundschau, nämlich Sommer, 40 Minuten. Da haben wir einen kurzen, aktuellen Beitrag, wie wir es ja eigentlich gerne hätten. Nämlich ein Interview, das die Welschen gemacht haben mit dem Sihanouk, das ist knapp, das ist 5 Minuten. Und da redet er ganz interessant und sehr schlau, wie er sich vorstellt, was er, also wenn Kambodscha jetzt die Lon Nol-Regierung fällt und die Rote Khmer übernehmen. Kambodscha wird dabei ebenso unabhängig sein wie Jugoslawien. Kommen wir dazu. Vertonung der Rundschau-Filme Mittwoch um 14 Uhr. Sprecher lesen die Texte, die die Journalisten verfasst haben. Das Produkt, der Filmbericht, liegt vor. Welten liegen oft zwischen der ursprünglichen Idee und dem Ergebnis. Der Journalist muss das hinnehmen. Mindestens 6 Leute haben an seinem Werk mitgearbeitet, mitentschieden. Das ist Fernsehen. Noch ein bisschen, komm noch ein bisschen auf die Seite. So. Ja, so ist es. Damit ist dann zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommerabend. Auf Wiedersehen miteinander.
Mittwoch 19.50 Uhr, die Antenne ist zu Ende, die Rundschau macht sich bereit. 21.04 Uhr spätestens muss sie zu Ende sein, denn dann beginnt Spiel ohne Grenzen. Und die warten ganz bestimmt nicht, wenn die Schweizer überziehen. Wenn es nach dem 15. August zu Verhandlungen über Kambodschas Zukunft kommt, dann sind... Nein, wir machen etwas anderes, glaube ich, einen anderen Text. Der Übergang nämlich. Eines Kambodscha allerdings, das sich zweifellos kommunistisch orientieren würde. Wie sieht Sihanouk selber seine Chancen, sich wieder an die Spitze Kambodschas aufzuschwingen? Aber jetzt bin ich natürlich Luther, weil der Lautsprecher läuft. Sonst brülle ich nicht so. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Nachrichten für Washington, genauer für das Weiße Haus, lauten rundum miserabel. Im Augenblick, da Nixon selber mit den Wellen kämpft, kommt es nun zu einer Untersuchung gegen den zweithöchsten Mann im Staat, Vizepräsident Spiro Agnew. Das hierarchische System, Herr Dr. Frey, übertreibt Ihnen die oberste Verantwortung über Studio Seebach. Können Sie die Verantwortung heute wahrnehmen? Ich kann eigentlich die Frage nur positiv beantworten, zusammen mit den Mitarbeitern. Wenn ich weiss, dass auch der einzelne Mitarbeiter ein volles Ja zu seiner Verantwortung kann sagen, dann kann es auch ich letzten Endes. Im Übrigen muss man sagen, dass die Position, die ich da einnehme, an und für sich schon eine Funktionskumulation bedeutet, was schon nicht leicht macht, die Verantwortung wahrzunehmen. Und darum glaube ich, dass gerade die Reorganisation, wo wir jetzt unterwegs sind, dem Rechnung trägt, indem sie eine gewisse Aufteilung von diesen Verantwortungen vornimmt, im Sinne von einer Arbeitsteilung. Da ist ein Stuhl dazwischen. So, da musst du rüberkommen, ein bisschen rüberkommen. So, halt. Probenlokal. Probiert wird das Fernsehspiel Das Wirtshaus von Alfred Bruckmann. Dauer der Proben 2 Wochen. Temperamentvolle Führung der Schauspieler durch Regisseur Ettore Cella. Cella, einer der ganz wenigen Mitarbeiter am Schweizer Fernsehen mit internationalem Renommee. Ich muss oder ich will versuchen, eine Interpretation von dem Text zu geben, den ich vom Autor bekommen habe. Und die Interpretation, das ist meine Aufgabe, ist, die Schauspieler, die ich dafür ausgewählt habe, zu der Rolle zu führen, die Rolle aufeinander abzustimmen, zum Einklang zu bringen, dass das Endresultat, das dann auf dem Bildschirm sichtbar wird, das ist unsichtbar die Aufgabe und die Arbeit des Regisseurs. Sie haben gesagt, dass Sie die Schauspieler ausgewählt haben. Haben Sie auch einen Einfluss gehabt bei der Auswahl von dem Stück? Nein, das macht Dramaturgie. Die Dramaturgie hat mir ein Treatment vorgelegt und hat mich gefragt, ob mir das passen würde. Und als Idee habe ich es gut gefunden. Und dann muss man immer Gottvertrauen haben, dass man dann ein gutes Buch bekommt am Schluss. Wisst ihr, wann wir zum letzten Mal einen begraben haben? Im Mittelpunkt des Spiels steht ein Restaurant in einem Stadtquartier. An diesem Wirtshaus wird gezeigt, wie heute die Städte verarmen, wie das Profitdenken die Örtlichkeiten menschlicher Begegnung vernichtet. Ja, stopp! Siehst du, du hast recht. Du musst nichts weiter machen, als alles hier vorbereiten. Ja, ich tue das Schnapsglas ins Auge. In den Hauptrollen Hertha Schwarz, Herbert Steinmetz und Ingeborg Stein. Psst, Ruhe. Schwing! Los. Wisst ihr, wann wir zum letzten Mal einen begraben haben? Das war vor 3,5 Jahren. Sich mitteilen. Überzeugen der Teammitglieder von den eigenen Vorstellungen und akzeptieren anderer, besserer Ideen, auch wenn sie von Untergebenen kommen. Ein charakteristischer Vorgang für Fernseharbeit ganz allgemein, nicht nur fürs Fernsehspiel. Teamarbeit ist keine leere Formel, sie ist Grundbedingung. Jedoch,
Eingespielte Produktionsteams existieren kaum. Jeder muss mit jedem arbeiten können. Vielleicht außer dem Produktionsdruck der Grund, warum Höhepunkte so selten sind, alles so verzweifelt nach Mittelmaß, nach Fließbandproduktion schmeckt. Vom politischen Magazin bis zur Unterhaltung. Dass du hier so, weißt du, dass du die Position so nimmst, dass die Kamera euch so sieht. Die wird noch stehen, nicht? Wenn wir längst alle in der Hölle sind. Meinst du? Die Bäume fallen, der Wald bleibt bestehen. Gib Gott, dass du recht hast. Jawohl, ihm weggehen. Nicht zu schnell. Einmal kommt jeder. Meinst du? Zella, ich bin fertig. Ja, ich komme. Kommst du? Der große Gewinner im neuen Seebacher Gebäudekomplex scheint die Studioproduktion zu sein. Die vier Studios verfügen über eine komplette Infrastruktur, von der Kostümbildnerei bis zu den großzügigen Garderoben, von der Schreinerei bis zur Dekormontagehalle. Dies wird Auswirkungen auf das Programm haben, denn Studios, die leer stehen, kosten Geld. Ebenso die Dienstleistungsbetriebe. Eine Entwicklung, die da und dort mit Skepsis verfolgt wird. Und was ist von mir? Spricht niemand. Niemand? Jawohl, so ist gut. Das ist gut. Ist das eng genug hier? Ja. Ja? Also, gut. Dann ruft die Schwarz. Schwarz! Dankeschön, Etto. Komm mal. Komm. So, das wäre die Schürze zur Arbeit. Hä? Pass auf, mit den Farben geht Sollen das? Sollen wir das so machen? Habt ihr das kontrolliert mit den Farben? Ja. Das geht gut. Ja. Und was ist das da? Das ist Festtagskleid. Festtagskleid, ja. Halt mal das so hin. Zeig mal. So. Ja, das ist schon festlich für eine Wirtin. Ja? Nicht ein bisschen kurz? Nein. Na ja, ihr müsst ja wissen. Mal. 13 Studiotage für die heißen Proben und die Aufzeichnung des Spiels vom Wirtshaus. Eine ganze Wirtschaft ist im Studio aufgebaut worden. Notiz im Produktionsplan: Durch die Vielfalt und Größe des Dekors muss zusätzlich ein Tag für das Einrichten von Möbeln und Requisiten abgegeben werden. Heute der Konrad. Morgen die ganze Wirtschaft. Die Wirtschaft, Mutter Matter, die wird noch stehen, wenn wir längst alle in der Hölle sind. Die Bäume. Was meinst du? Fallen. Der Wald bleibt bestehen. Gib Gott, dass du recht hast. Ja, einmal kommt jeder dran. Aller Menschen hart der Tod. Moment! Knappe 2 Sendestunden stehen vor der Vollendung. 2 von 3500 Stunden in diesem Jahr und im nächsten und übernächsten werden es sicher nicht weniger sein. Das Publikum will das allabendlich Premiere feiernde Spektakel nicht missen. Wirklich nicht? Irrsinnig, wie die Zeit vergeht.